in der Regionalliga Südwest Anlauf genommen und durchgestartet. Babacar Gaye, Nummer 1 des FC Rot-Weiß Koblenz und Gambias Nationalkeeper. Ein Torwart mit 1,96 Meter Gardemaß. In Bielefeld geboren und aufgewachsen, bei der Arminia fußballerisch ausgebildet. Inzwischen Volksheld in Gambia. Trägt mit starken Leistungen dazu bei, dass das kleine westafrikanische Land bei seiner ersten Afrika-Cup-Teilnahme direkt ins Viertelfinale kommt und ist nicht nur dadurch eines der Gesichter der Regionalliga Südwest. Babacar Gaye. Ja, und jetzt wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen nach längerer Pause mal wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Talks in der Regionalliga Südwest. Heute mit Babacar Gaye, der Nummer 1 des Rot-Weiß Koblenz und natürlich Nationalkeeper von Gambia. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir aktuell? So, wir sind einen Tag vor dem Spiel, morgen gegen Ulm in der Regionalliga Südwest. Wie geht's dir? Erstmal vielen lieben Dank und freue mich natürlich mit dabei zu sein. Ja, mir geht's gut, ich fühle mich fit, wir sind gut vorbereitet, haben gut Selbstvertrauen tanken können durch die letzte Woche in Offenbach und ja, wollen jetzt einfach genau dasselbe nochmal morgen abrufen und alles geben. Wir gehen natürlich nachher noch näher drauf ein, auch auf das Offenbach-Spiel und die Situation in der Liga, wollen aber natürlich mit dem Afrika-Cup starten. Du warst mit Gambia dabei, 3 Wochen ist euer Ausscheiden jetzt knapp her. Inwieweit hast du schon alles verarbeitet, realisiert, was du da erlebt hast? Ich glaube, relativ gut. Ich hatte, nachdem ich wiedergekommen bin, eine gute Woche Zeit, um ein bisschen einfach abzuschalten, Abstand gewinnen vom Fußball. Und da habe ich eigentlich alles ganz gut verarbeitet, viel geredet mit Freunden, Freundinnen, Familie. Ja, und ich denke mal, so alles ganz gut durchgespielt nochmal im Kopf. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man sich zurückerinnert. Zum Beispiel gestern ein zweites Video gepostet, da kam nochmal alles so ein bisschen näher. Ich denke, dass ich alles ganz gut verarbeitet habe, aber es ist natürlich für immer in Erinnerung als eines der heftigsten Erlebnisse, sage ich mal, in meinem Leben bleiben wird bis dato. Sehr cool, gehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. An euch, liebe Zuschauer, auch der Hinweis, wir sprechen natürlich auch über Babus Karriere allgemein. Auch ein paar Fragen von euch werden wir mit einbauen, aber bleiben erstmal beim Afrika Cup. Nimm uns mal mit rein, wie kann man sich das so vorstellen als Außenstehender? Du bist da nominiert und dann heißt es, ja, jetzt geht's zum Afrika Cup. Wie sieht da so die Vorbereitung aus? Für Gambia war es ja auch die erste Teilnahme überhaupt. Ja, also als allererstes ist man natürlich, fühlt man sich natürlich sehr geehrt, wenn man auf der Liste steht und weiß, okay, ich kann jetzt teilnehmen an so einem riesen Ding, am kontinentalen Turnier, wovon, glaube ich, jeder Fußballer träumt, irgendwann mal für die Nationalmannschaft für so ein Turnier aufzulaufen. Vorbereitung ganz normal wie eigentlich immer. Wir haben uns natürlich in den Länderspielpausen immer wieder weiter versucht vorzubereiten, nachdem die Qualifikation durch war. Aber dann nochmal 2 Wochen, beziehungsweise ja, 1,5 Wochen vorher durch ein Trainingscamp in Katar. Nochmal den Feinschliff sozusagen ein bisschen dran gearbeitet, um dann bereit zu sein fürs Turnier. Und ja, persönlich versucht man sich mental so gut es geht darauf einzustellen und körperlich natürlich fit zu sein. Dadurch, dass die Saison aber noch läuft, und beziehungsweise noch lief zu dem Zeitpunkt, waren wir halt alle auf Top-Level und haben einfach nur versucht, ja, das dann auch am Ende auf den Platz zu bringen. War von vornherein eigentlich klar, dass du die Nummer 1 bist oder gab es da in der Woche davor sozusagen noch einen Kampf um den Platz im Tor? Tatsächlich habe ich mich relativ gut empfohlen gehabt in den Vorbereitungsspielen beziehungsweise ja, in den Freundschaftsspielen, die wir hatten und somit war es eigentlich, wie man im Fußball sagt, klar, dass ich als Stammkeeper ins Turnier gehe. Kam dann doch ein bisschen anders, aber dazu vielleicht später noch mehr. Genau, ist die perfekte Überleitung schon. Du bist dann, glaube ich, im Trainingscamp in Katar noch positiv auf Corona getestet worden, musstest dann da in Isolation. Und die Mannschaft ist dann schon zum Turnier und hatte dann auch die ersten 2 Spiele quasi ohne dich. Wie war so die Zeit ohne Mannschaft? Die ist schon im Turnier und du musst warten, bis du quasi wieder rauskommst. Relativ bescheiden. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wenn man sich mit seiner ganzen Energie auf so eine Chance, so ein Turnier freut und auch die Möglichkeit hätte, beziehungsweise das Vertrauen vom Trainer, dass man da als Nummer 1 reingeht, sozusagen Spielzeit garantiert hat. Wenn man dann so ein Setback hat durch einen positiven Corona-Test, dann selber am Anfang gar nicht weiß, wie lange man eigentlich dort bleiben muss, ob man überhaupt noch es schafft, zum Turnier zu reisen. Das zerrt schon an einem, vor allem mental.
natürlich hat man irgendwo versucht, die Situation so zu akzeptieren und anzunehmen, sich so gut es geht fit zu halten und ein bisschen im Hotelzimmer rumzurennen, ein bisschen das, was halt möglich ist, zu machen. Aber es war eine sehr schwierige Zeit, das muss ich ehrlich sagen. Also im ersten Moment war man natürlich komplett erschüttert, enttäuscht, weil man sich gedacht hat, es kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt steht es so nah vor der Tür und jetzt macht einem die Infektion, sage ich mal, einen Strich durch die Rechnung. Körperlich ging es mir zum Glück gut. Ich hatte jetzt nicht die heftigsten Symptome. Das war schon mal das Gute. Mental, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ich habe halt viel Zeit genutzt, um einfach mit meiner Freundin, meinen Freunden, meiner Familie zu sprechen, die mir so ein bisschen Halt und Kraft gegeben haben und viel gebetet. Und ja, am Ende ist dann nochmal alles gut gegangen. Also ich sag mal, lieber einen schwierigen Anfang und ein gutes Ende als andersherum. Und sind es dann gerade so auch die persönlichen Kontakte und vielleicht auch, wenn du es ansprichst, der Glaube so, der in so einer mentalen Situation dann hilft? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es war sehr schwierig, alleine damit umzugehen und ich hatte halt zum Glück meine Liebsten, die für mich da waren einfach und der Glaube, der mir halt einfach Kraft und Halt gegeben hat in dem Moment. Ja, weil man natürlich dann anfängt, irgendwo an allem zu zweifeln und gar nicht mehr weiß, wenn man, sage ich mal, 10 Tage im Hotelzimmer sitzt und nicht raus kann und dann nur aus dem Fenster schauen kann, dass man nicht mehr öffnen kann, weil es im 14. Stock ist. Das ist schon eine Situation, die nicht einfach ist, damit umzugehen. Aber wie schon gesagt, das Spiel zu sehen, vor allem das erste, wo wir dann gewonnen haben, hat natürlich dann auch nochmal einen Push gegeben und, sag ich mal, die schlechte Zeit so ein bisschen vergessen lassen. Gegen Mauretanien und dann das zweite gegen Mali, die Spiele, die du Genau. vom Hotelzimmer aus beobachten musstest. Und dann warst du vor dem Tunesien-Spiel, dem dritten, letzten entscheidenden Gruppenspiel, dann wieder freigetestet sozusagen oder konntest dann zur Mannschaft kommen und warst dann direkt voll da. Also wir können es ja vorwegnehmen, es haben ja die meisten verfolgt, 1:0 gewonnen, du hast einen Elfmeter noch gehalten. Wie war das für dich so? Du kommst aus der Quarantäne raus, bist bei der Mannschaft, kommst direkt rein ins Spiel und lieferst direkt ab. Ja, war natürlich so ein bisschen wie ein Traum. Ich bin tatsächlich schon einen Tag vor dem Mali-Spiel freigetestet worden und dann auch angereist, habe dann so ein halbes Training mitgemacht, aber mich einfach noch nicht wirklich gefühlt, ja, dem Trainer zu sagen, hey, ich bin bereit für das Spiel. Habe dann noch die 2, 3 Tage genutzt im Training einfach, um ein angemessenes Fitnesslevel zu erreichen nach den 10 Tagen im Hotelzimmer. Ja, und dann Augen zu und durch. Ja, hat einfach an mich geglaubt und ist natürlich perfekt gelaufen. Ja, besser hätte ich mir nicht vorstellen können, wenn du in der 45. Minute einen Elfmeter hältst, die Null hältst und das Spiel dann auch noch gewinnst. Das ist natürlich einfach eine Traumvorstellung und hat mir dann auch für den Rest des Turniers einfach ja diesen Push gegeben, der vielleicht die fehlende, in Anführungszeichen, Fitness durch die 10 Tage so ein bisschen wegkaschiert hat. Seid dann dadurch ins Achtelfinale eingezogen. Wie hast du so die Stimmung vor Ort erlebt? Es kamen ganz viele Fragen auch von den Usern, auch auf den Regionalliga Südwestseiten. Wie hast du die Fans aus Gambia erlebt? Wie kam da das Feedback? Erste Teilnahme, direkt K.O.-Runde dann erreicht? Ja, das war durchweg positiv, eigentlich ein Wahnsinn. Wir haben halt Bilder gesehen, Bilder, Videos aus Gambia direkt, dass die Menschen komplett durchgedreht sind, schon nach dem ersten Sieg, sage ich mal, und dann mit dem Einzug ins Achtelfinale war natürlich ein positiver Ausnahmezustand, Autokorsos und alles. Und ja, ich persönlich habe es halt auch sehr mitbekommen, dadurch, dass ich sehr, 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 sehr viele Nachrichten bekommen habe, einfach Glückwünsche, dass die Leute stolz auf mich sind. Und ja, das war ein sehr schönes Ereignis, einfach eine sehr schöne Zeit, auch bis heute noch. Bei jedem Post oder was auch immer ich mit der Welt teile, kriege ich Nachrichten, wo die Leute sagen, hey, wir glauben an dich, du hast noch ganz viel vor dir und das ja, freut dann natürlich und gibt dann natürlich auch einen Push, weil man den Leuten auch irgendwo das dann zurückzahlen will, den Support, den man sozusagen bekommen hat. Seid dann durch den Sieg gegen Guinea im Achtelfinale 1:0 auch wieder gute Leistung von dir nochmal ins Viertelfinale gekommen, da dann gegen Kamerun. Da kam dann noch mehr Öffentlichkeit. Du warst im aktuellen Sportstudio, gab es ein Schaltinterview, gab es einen Beitrag über euer Spiel und auch gegen Kamerun an sich ja für dich wahrscheinlich auch ganz besonders gegen Spieler, die Serie A gespielt haben oder Super League oder andere europäische Top-Ligen. Wie hast du es so auf dem Platz erlebt, so das Niveau insgesamt beim Afrika Cup bei den 3 Spielen, wo du dabei warst? Na, die durchweg sehr gut. Wir haben natürlich also vor allem die Spiele, die ich jetzt machen durfte, gegen Top-Mannschaften gespielt. Tunesien 30. in der Weltrangliste. Mali hat sich, Mali, Quatsch. Guinea Guinea. hat sich natürlich auch sehr, sehr gut verkauft, genau. Schade, dass Naby Keita nicht auf dem Platz stand. Das wäre natürlich nochmal ein Highlight gewesen.
Aber Kamerun auch, also durchweg Top-Niveau, Top-Spieler. Und es war natürlich eine Ehre, mit denen auf dem Platz zu stehen und auch eine Motivation, dass man da vielleicht hoffentlich in der Zukunft das auch noch öfter erleben kann. Frage erübrigt sich eigentlich, aber waren so die 2, 3 Wochen da das Größte bisher in deiner Karriere, sowohl vom Persönlichen, von den Erlebnissen, als auch von der Leistung, die du gebracht hast? Ich würde schon sagen, ja, also sportlich auf jeden Fall. Für die kurze Zeit hat es schon ganz große Wellen geschlagen und ja, so eine Bühne kriegt man nicht alle Tage und ist natürlich ein wahnsinniges Erlebnis. Dann springen wir mal zurück an den Beginn deiner Laufbahn. Du bist in Bielefeld geboren, aufgewachsen, dein Vater kommt aus Gambia, ist mit 18 nach Deutschland gekommen. War von vornherein klar, dass wenn du einen Sport machst, dass du Fußball spielen möchtest, oder wie hat sich das entwickelt? Ja, das schon. Also mein Vater selber auch, war auch sehr fußballbegeistert, hat in Gambia auch Fußball gespielt, dann wo er nach Deutschland gekommen ist, dass er ein bisschen sein lassen, bis er, glaube ich, in den 30er waren, wieder ein bisschen für den Hobbyfußball aufgenommen. Und ja, nach meiner Geburt, ich weiß nicht, ich glaube mit 4, 5 oder so, waren wir dann auch immer ein bisschen im Park kicken. Meistens hat er dann geschossen und ich stand im Tor, und von da aus hat sich das dann auch so ein bisschen entwickelt. Dasselbe auch mit meiner Mama im Garten. Also eigentlich prädestiniert dafür, dass Fußball sozusagen die Nummer 1 Sport hat in meinem Leben geworden ist. Hast dann beim VfL Ummeln angefangen in Bielefeld, wollen wir ja auch mal nennen, deinen Jugendverein, aber bist dann, glaube ich, schon, wenn die Angaben stimmen, mit 9 Jahren in die Jugend zu Arminia Bielefeld. Wie kam das? Bist du da klassisch gescoutet worden oder wie kam der Schritt dann zu Arminia Bielefeld? Also damals, eine kleine Bielefelder Legende, Augustin Kwamukandem, hat mich ganz früher mal, ich glaube mit 5 habe ich ein paar Mal mittrainiert, da war mir das aber noch zu viel bei Bielefeld, dann bin ich zum VfL Ummeln, halt mit meinen Freunden, habe mich dort für den Fußball begeistert, und dann nach 2 Jahren hat er mich nochmal angesprochen und gesagt, hey komm, mach das mal jetzt. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Spiel gemacht, als wir gegen die Almbuben damals gespielt haben. Ja, und dann hat sich das von dort aus entwickelt, dann habe ich es angenommen, und ja, dann wurde irgendwann aus Hobby immer mehr der Traum, den irgendwo wahrzumachen. Ja, du hast dann da bei der Arminia die ganze Jugend durchlaufen, U17, U19 Bundesliga gespielt, für die U23 in der Oberliga, warst auch im Profikader, hast einen Profivertrag unterschrieben als Nummer 3 damals. Warum hat es da vielleicht zum Schritt in die zweite Bundesliga damals noch nicht geklappt? Ja, wie gesagt, als Nummer 3 ist es schwierig. Klar, versuchst du dich am besten, so best wie es geht, weiterzuentwickeln, Gas zu geben im Training, aber der Schritt natürlich dann Nummer 1 zu werden ist natürlich sehr weit, und die Konkurrenz war natürlich auch sehr stark. Ich habe einfach nur versucht, mich dort weiterzuentwickeln. Natürlich gehofft auf die Chance, irgendwann im Tor zu stehen. Es hat dann nicht geklappt. Aber ja, das ist der Fußball, und als junger Torwart ist es meist sowieso schwierig, auf die Platte zu kommen. Und dann habe ich halt versucht, ja, irgendwo Spielpraxis zu sammeln im nächsten Schritt und ja, dann hoffentlich den Weg zu gehen. Bist dann trotzdem schon, glaube ich, mit 19 zum ersten Mal für Gambia für die A-Nationalmannschaft nominiert worden, da noch nicht eingesetzt. Wie kam das zustande? Hatten die dich von Anfang an auf dem Schirm oder wie bist du da auf dem Radar gekommen, dass du für Gambia spielen könntest? Ja, das kam alles so ein bisschen mit dem Profivertrag, wo der Name dann das erste Mal so ein bisschen präsent war. Ja, dann habe ich die Anfrage bekommen gehabt und auch direkt wahrgenommen. Habe mich natürlich geehrt gefühlt ich glaube 18 oder knapp 19, das erste Mal dabei zu sein mit Spielern, die damals schon in Top-Ligen gespielt haben. Das war für mich natürlich was ganz Besonderes, und von dort aus dann regelmäßig dabei gewesen mit der Nationalmannschaft und dort auch versucht, mich weiterzuentwickeln. Und es hat, denke ich, ganz gut geklappt. Du hast es gerade schon angesprochen, du bist dann von Bielefeld weg, als da eben der Schritt nicht geklappt hat. Als Torwart braucht man Spielpraxis. Bist dann in die Regionalliga West zu Wattenscheid erst, und da dann ganz bitter für dich gelaufen. Nach wenigen Monaten gab es da die Insolvenzanmeldung, Spielbetrieb eingestellt, und auf einen Schlag warst du als junger Torwart vereinslos. Wie war die Situation für dich? Ja, war in dem Moment natürlich schwierig zu verstehen und auch so ein bisschen, ja, hat mir ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, durch den Plan. Habe natürlich gehofft, dass ich jetzt ein tolles Jahr spielen kann und dann vielleicht schon wieder einen Schritt weitermachen kann. Aber die Zeit in Wattenscheid war trotzdem, dass sie sehr kurz war, wunderschön, muss ich sagen. Wir haben eine Top-Mannschaft gehabt, super Leistung gebracht. Auch natürlich ist es dann ein tragisches Ende gewesen, wenn nach 3 Monaten die Türen zugehen und ja, man sozusagen ohne Vertrag dasteht und sich auch nicht keinen neuen unterschreiben darf bis zum 1.1. dann.
War natürlich sehr schwierig und auch sehr schwierig mit umzugehen als junger Torwart, aber habe es versucht anzunehmen und ja, das Positive rauszuziehen, weil das natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung einem weiterhilft, wenn man ja mal einen Rückschlag übersteht. War dann auch noch mittendrin in der Corona-Hochphase damals auch, bis dann im Januar 2020 zum VfB Stuttgart gekommen. Hier jetzt ja inzwischen auch wieder bekannt in der Regionalliga Südwest mit der U21, damals noch Oberliga. Konntest dich dann da nicht durchsetzen und dann im Sommer der Schritt nach Koblenz, wo du dann direkt die Nummer 1 warst. Was hat vielleicht so in Koblenz im Unterschied zur Station davor den Unterschied gemacht, dass es da gepasst hat und du dich durchgesetzt hast? Ja, in allererster Linie erstmal der Trainer natürlich. Heiner Backhaus hat mir, ich kannte ihn ja schon aus der Zeit, wo ich vor Wattenscheid bei Rheden mich ein bisschen mittrainiert habe. Das hat dann mit dem Transfer nicht geklappt. Aber ja, er fand mich gut, hat mir gesagt, was gut an mir ist, was ich verbessern muss, dass er mir die Zeit geben wird hier. Und das war für mich natürlich dann entscheidend, weil ich gemerkt habe, okay, so langsam brauche ich definitiv ein Jahr mindestens, wo ich komplett durchspiele, wo ich mich entwickeln kann, sportlich wie persönlich. Und er hat mir die Zeit zugesprochen und das am Ende dann auch umgesetzt. Und das hat für mich dann den Ausschlag gegeben, dass ich ja, mich auch einfach weiterentwickeln konnte. Sprichst Heiner Backhaus an, ist echt beeindruckend da die Entwicklung bei Rot-Weiß Koblenz in den letzten Jahren. 2019 ja als Aufsteiger in die Regionalliga gekommen, dann im ersten Jahr als Tabellenletzter vom Abbruch profitiert, sonst wäre man wahrscheinlich ziemlich sicher direkt wieder abgestiegen. Dann letzte Saison schon richtig stark, Tabellenmittelfeld überhaupt gefühlt keinen Abstiegskampf und diese Saison habt ihr auch schon ein bisschen Puffer reingelegt. Was macht euch so stark die letzten ein, zwei Jahre jetzt auch seit du da bist? Ja, auf jeden Fall erstmal unsere Mentalität, der Wille, den wir haben und auch klar die Demut, dass wir nicht nach einem guten Spiel sofort anfangen zu fliegen, sondern uns auf unsere Tugenden konzentrieren. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel mehr als 100% geben müssen, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und das machen wir gut, egal wer auf dem Platz steht in den letzten Jahren. Und ja, das macht uns zu dem Verein, der wir sind. Gegen den keine Mannschaft gerne spielt, glaube ich, in der Regionalliga Südwest, weil sie wissen, was wir auf dem Platz abrufen, dass wir auf dem Platz alles raushauen mit Herz und ja, das macht uns stark und da versuchen wir natürlich uns auch weiterzuentwickeln. Das hat auch Kickers Offenbach letzte Woche dann zu spüren bekommen, direkt zum Auftakt ins neue Jahr. War es für dich vielleicht sogar ein recht angenehmer Übergang? Du hattest die Stimmung, Afrika Cup war es auf der absoluten Welle sozusagen und dann als erstes direkt mal Auswärtsspiel auf dem Biberer Berg. Ja, ist natürlich ein besonderes Spiel, vor allem wenn dann in der Regionalliga auf einmal 6.000 Fans auf der Tribüne stehen. Tolles Ereignis, dass man dort gewinnt, ist natürlich überragend für uns. Wir haben alles reingehauen. Am Ende kann man diskutieren, ist der Sieg verdient oder nicht verdient. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, ne, durch unseren Willen, unsere Mentalität und das ist am Ende, was zählt. Und natürlich für mich dann zu Null zu spielen direkt in Offenbach ist natürlich, ja, wie du schon sagst, eine Welle, auf der man gerne weiter surft und ja, war ein guter Einstand für das erste Spiel im neuen Jahr. Wollen gar nicht so tief auf die Randgeschichten eingehen, aber weil ich diese Woche auch viel in Social Media diskutiert wurde, es gab da die Attacke auf euren Bus, es gab den bisschen provozierenden Jubel von Nils Fischer da beim Siegtor. Wie hast du selber die Stimmung im Spiel und dann auch danach erlebt? Ja, die Stimmung im Stadion war natürlich überragend. Klar, nicht positiv an uns gerichtet, aber es ist natürlich auch normal, dass die Heimfans ihre Mannschaft supporten. Wir haben uns versucht, so gut es geht, auf dem Platz dagegen zu wehren. Sportlich haben unseren Plan verfolgt. Über den Jubel kann man diskutieren, ob das jetzt so nötig war, provokant gegenüber der Kurve. Aber Fußball ist Fußball. Da freut man sich auch nur mal, wenn man in so einem Stadion ein Tor schießt. Und ja, das, was dann am Ende mit dem Bus passiert, das muss natürlich nicht sein. Ist zum Glück keiner verletzt worden und ja, abhaken und weiter geht's. Gute Überleitung. Gehen wir direkt wieder aufs Sportliche. Nimm uns mal ein bisschen mit rein. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist Spieler bei Rot-Weiß Koblenz in Gambia. Wie sieht so dein Alltag aus? Wie oft trainiert ihr? Was machst du sonst so, wenn du nicht auf dem Trainingsplatz oder im Stadion bist beim Spiel? Ja, relativ normal. Ich stehe auf, ich frühstücke was, bereite mich dann vor, zum Training zu fahren, gibt dann da alles auf dem Platz und ansonsten, ja, man geht mal mit den Freunden was essen aus der Mannschaft. Gestern waren wir zum Beispiel zur Regeneration ein bisschen in der Therme,
Also verschiedene Sachen. Ne? Abgesehen vom Fußball interessiere ich mich sehr für Mode, habe Modemanagement-Studium nebenbei, ein Fernstudium und ansonsten ja, hockt man sich mal vor die Playstation mit den Freunden auf Bielefeld oder sonst woher und ja, verbringt dann eine gute Zeit. Wenn du das Stichwort Mode schon ansprichst, kam auch eine Frage von einem User rein, ob du irgendwelche speziellen Tipps hast. Das ist jetzt wahrscheinlich allgemein schwer zu sagen, aber gibt es vielleicht so aus deiner Erfahrung, wenn du dich viel mit dem Thema auch beschäftigst, ein, zwei Hinweise, die man einfach allgemein nehmen kann? Worauf sollte man achten? Was ist wichtig, wenn man ja, ein gutes Erscheinungsbild, einen guten Style sich irgendwie erarbeiten oder entwickeln möchte? Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Am Ende finde ich wichtig, dass jeder das trägt, was er cool findet und sich nicht irgendwie von anderen Leuten, Trends oder sonst irgendwas da beeinträchtigen lässt oder beeinflussen lässt. So am Ende ist es vollkommen egal, was du trägst, was für eine Brand das ist oder wie auch immer das aussieht. Wenn du es selber cool findest, trag es gerne und das macht für mich so ein bisschen die Mode aus. Einfach diese individuellen Facetten, die es dort gibt und dass jeder halt einfach sich selber frei ausleben kann im Kleidungsstil. Jetzt machen wir von den Fragen ein bisschen vielleicht ein Hin und Her, weil ich jetzt einfach ein paar User-Fragen nach und nach so reinwerfe, dass wir hatten ja extra aufgerufen unter Hashtag FragBabu, dann sollen die auch zu Wort kommen. Zum Beispiel kam eine Frage rein, was ist dein Lieblingsfilm und was hörst du so für Musik? Lieblingsfilm, schwierig, ich würde sagen Green Mile. Ich weiß gar nicht, ob den jeder kennt, auf jeden Fall mal angucken. Kann sein, dass man da ein bisschen emotional wird. Aber ein Film, der tolle Werte vermittelt und musiktechnisch eigentlich alles, was in die Richtung Hip-Hop, Black, R&B geht. Und da auch relativ facettenreich, also verschiedene Künstler. Jetzt nichts, wo ich mich drauf festlege. Dann speziell zum Fußball. Hattest du als Kind, Jugendliche oder vielleicht bis heute eine Art Vorbild oder Lieblingsspieler und bist du vielleicht abgesehen von deinem eigenen Verein Fan im Weltfußball von irgendeinem speziellen Club? Auf meiner Position fand ich Manuel Neuer immer sehr toll, da ich ja auch früher sehr interessiert am FC Schalke 04 war, als so kleiner Kindheitsfan. Ansonsten so vorbildtechnisch, jetzt nicht auf meiner Position, ist so Didier Drogba für mich ein Spieler, zu dem ich aufsehe. Der auf und neben dem Platz einfach sehr viel erreicht hatte. Daher kommt auch mein Playstation-Name, also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben schon früher. Dadurch bin ich auch Chelsea-Fan, wenn man das Fan nennen kann. Und ansonsten war es eigentlich so mit Idolen im Fußball. Edouard Mendy natürlich, Mendy noch natürlich dazu, der jetzt auch unter anderem auf meiner Position spielt, aber auch einen Weg eingeschlagen ist, den man natürlich auch irgendwo hofft, einzuschlagen, der nicht sehr früh auf Top-Level gespielt hat und sich dann, ich glaube, erst mit 25 einen Namen gemacht hat im Fußball und jetzt Weltmeister ist, die Champions League gewonnen hat und den Afrika-Cup das in so kurzer Zeit. Also das ist natürlich auch ein sehr interessanter Torwart einfach. Wenn du den Afrika-Cup gerade ansprichst, kam auch als Frage rein, fandest du ihn dann da auch als besten Torwart des Turniers oder wen hast du auf deiner Position da am stärksten gesehen? Ja, natürlich ein souveränes Turnier gespielt, aber ich glaube, dass viele Torhüter da Top-Turniere gespielt haben. Von Sierra Leone, der Torwart. Bei Ägypten hat sich der erste Torwart verletzt, kam der zweite Mann rein, der ein unfassbares Finale gespielt hat und auch davor die Spiele in Top-Leistung abgerufen hat. Also ich denke, dass die Torhüter schon gute Partien dort gespielt haben generell. Und wenn du jetzt für dich nochmal zurück auf den Afrika-Cup schaust, was hat sich so in den letzten 2, 3 Wochen für dich geändert? Du hast gesagt, du hast schon ganz viele Nachrichten bekommen, deine Followerzahlen auf Instagram sind wahrscheinlich hochgegangen. Von transfermarkt.de gab es noch keine Marktwertaktualisierung, aber die dürfte auch ein bisschen nach oben gegangen sein bei dir. Was hast du selber gemerkt? Wovon profitierst du jetzt vielleicht inzwischen auch schon dadurch, dass du da ein bisschen mehr im Fokus standst? Ich würde glaube sagen, am meisten einfach, dass mir das natürlich einen Selbstvertrauenboost gegeben hat, dass ich das nochmal weiter pusht, dass ich auf so einer Bühne stand, dass ich auch wieder auf so einer Bühne stehen möchte in Zukunft und dafür halt einfach Vollgas geben werde, wie vorher auch. Und ansonsten glaube ich, dass nicht viel mich beeinflusst. Man kriegt natürlich mit, immer mehr Leute einsupporten, wie gesagt, einem Nachrichten schreiben oder einfach hinter ihm stehen, das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, aber ansonsten ist für mich der Alltag wieder ganz normal wie auch davor und so viel hat sich gar nicht verändert. Gab es vielleicht jetzt direkt schon im Anschluss, aber sonst auch schon in der Vergangenheit Anfragen von anderen höherklassigen Vereinen, was Wechsel angeht?
Ja, also Clubs haben sich gemeldet, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie konkret daraus irgendwas passiert ist. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass ich mich darauf konzentriere, meine Leistung weiter abzurufen. Wir haben jetzt noch 13 Spiele vor der Brust, wollen natürlich am besten noch alle 13 Spiele gewinnen. Das will man natürlich, wenn man in jedes Spiel reingeht, beziehungsweise bestmögliche Leistung abrufen. Und das ist erstmal das, was jetzt für mich im Vordergrund steht. Klar, Fokus aufs Aktuelle. Gehen wir auch gleich noch mal kurz drauf ein. Trotzdem die Frage vielleicht ein bisschen auf die Zukunft gerichtet. 5 Jahre oder ja, generell in deiner Karriere, was hast du dir noch vorgenommen? Gibt es irgendwie eine Liga, einen Verein, wo du sagst, da könntest du dir einen Wechsel vorstellen oder das möchtest du gerne mal noch erreichen? Natürlich, also es gibt jetzt, wenn jetzt ein Top-Club mich anfragen würde, dann wäre ich natürlich verrückt, wenn ich sagen würde, nee, ich gehe da nicht hin. Aber so, ja, ich will jetzt erstmal hoffentlich den nächsten Step irgendwann machen. Ich will natürlich ich habe jetzt gemerkt, ich kann auf diesem Niveau bestehen und will natürlich auch auf dieses Niveau dann irgendwann konsequent, beziehungsweise konstant auf diesem Niveau konstant bleiben. Und ja, würde mich natürlich schon wünschen, wenn ich irgendwann in einer Top-Liga der Welt spielen darf. Aber aktuell bist du noch in Koblenz, Abstiegskampf. Ja, auch wenn Puffer da ist, ist natürlich da diese Saison. Was sind deine Ziele dort? Was wollt ihr da erreichen, vielleicht auch auf die nächsten Jahre hin gesehen? Ja, wie schon gesagt, also wir haben jetzt noch 13 Spiele vor der Brust. Erstmal geht es jetzt darum, diese Saison in der Liga zu bleiben. Und wie gesagt, wir wollen in jedes Spiel reingehen mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen. Ich denke auch, dass wir dazu in der Lage sind, wenn wir natürlich alles abrufen und natürlich auch ein bisschen Spielglück haben. Ja, und ansonsten, der Verein ist in der Entwicklung immer noch. Es gibt noch viel, was man machen kann, viel, was man machen will. Und ich denke, dass Schritt für Schritt man da auch vorankommt. Du bist jetzt in der zweiten Saison da in der Regionalliga Südwest. Hat sich da schon ein bisschen rauskristallisiert, dass du ein Stadion hast, wo du am liebsten spielst oder gegen eine Mannschaft, wo du sagst, gegen die spielst du ganz gern? Natürlich, so ein Spiel jetzt wie in Offenbach ist sehr besonders, wenn du da 6.000 Fans auf einmal im Stadion hast. Das auf jeden Fall. Ansonsten gegen, ich glaube, FSV Frankfurt und Groß Asbach habe ich noch nie verloren. Also nenne ich einfach mal die beiden. Klar, morgen ist auch ein Sieg das Ziel wahrscheinlich, Heimspiel gegen SSV Ulm. Wie geht dir das Spiel so an und wie laufen jetzt für dich ganz persönlich so die letzten 24 Stunden vor so einem Anpfiff ab? Ja, also als allererstes, wir versuchen, wie ich schon gesagt habe, wir müssen genau dasselbe abrufen und noch mehr, wie wir jetzt in Offenbach gemacht haben, dürfen uns auf nichts ausruhen, müssen einfach alles rausfeuern und ja, dann werden wir sehen, wie weit uns das trägt. Und ja, für mich persönlich, ich muss jetzt gleich erstmal noch eine Kleinigkeit essen, dann geht es zum Training, Abschlusstraining, nochmal Feinschliff ein bisschen bearbeiten, die letzten Sachen besprechen und ja, dann steht Fokus an Regeneration, gut essen. Gut schlafen, viel trinken, nochmal ein bisschen den Körper pflegen und ja, dann morgen alles geben. Alles klar, dann wollen wir dich nicht weiter in deiner Vorbereitung stören, wünschen dir alles Gute, sagen vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, sagen nochmal Gerne, Glückwunsch und gerne. auch Danke für ja, deine Leistung und die Öffentlichkeitspräsenz, auch die du dadurch ja auch für die Liga bietest und schaffst. Und ja, wir verfolgen deinen Weg weiter. Alles Gute für die Liga und auch für dich persönlich. Vielen lieben Dank, natürlich auch alles Gute und hat sehr viel Spaß gemacht und liebe Grüße an alle, die sich das anschauen. Dankeschön. Liebe Grüße gehen raus an euch. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Verfolgt uns weiter. Ihr kennt die Kanäle, Torshow zu jedem Spieltag und dann sehen wir uns zum nächsten Talk demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.